Schwimmer von Letzter. Das wollte ich euch mal zu Herzen legen. Das heißt, jetzt fängt die Maren-Ränkenzeit an. Ja, das ist ein neues System mit zwei rechts und links Federstahlbügel, wo unten eine Öse hat. Also das sind drei Ösen, da muss man die Schnur durchführen. Das ist ein Glasfaserstab, echt robust. Ich habe mir das Gelbe ausgesucht, weil morgens und abends eben die besten Beißzeiten sind, sagt man so beim Ränkenangeln. Und da sind die Sichtverhältnisse, sage ich mal, bei Nebel oder wenn es dämmert, eben mit dem gelben Neon hier, wie ich es jetzt mir bestellt habe, doch schon besser. Und an für sich gibt es das in drei Farben, in Neongrün, in Neonorange und das Gelbe. So, und eigentlich geht's hier bei diesem Schwimmer um das Wichtigste, diese Bügel, dieses System. Jetzt führe ich es euch bei mir im Aquarium zwischen den ganzen vielen Guppies mal vor. Das heißt, da müssen wir ein bisschen vorsichtig sein. Ganz unten habe ich ein Blei, das heißt, zwischen Blei und hier diese Bügel sind noch die 3 bis 5 Haken, also die Nymphen. Das Vorfach, wenn ich die Hauptschnur straff halte und das Blei sinkt zu Boden und die Bügel fahren dann, wenn die Schnur locker ist, auseinander. Das macht so eine Stoppwirkung bei der ganzen Geschichte und der Schwimmer steht optimal im Wasser. Das heißt natürlich Windverhältnisse und sonstiges, muss ja den Nymphen ein bisschen Bewegung mit einhauchen, dass die Maren-Ränken ja, draufgehen. Das heißt, unten ist das Blei, das habe ich jetzt bloß mit dem Schlaufenknoten. Ich habe zum Beispiel hier ein Blei, das ist getarnt, die habe ich dabei, da habe ich ja, verschiedene Blei-Geschichten dabei. Das ist nicht nur wegen der Tarnung, diese Beschichtung. Mache ich gerne auch drauf, wenn ich jetzt mit dem Bellyboot oder mit dem Boot, wie auch immer, unterwegs bin. Dann sieht man zwecks Beschichtung die Bleie auf dem Echolot besser. Das heißt, wenn ich mal im Mittelwasser oder sonstiges angeln sollte, dann sehe ich die Bleie auf dem Echolot auch viel, viel besser, auch wenn es kleine Bleie sein sollten, wie in dem Fall jetzt 25 Gramm. Die Empfehlung liegt bei diesem Schwimmer bei 40 Gramm. Ich habe jetzt hier 25 zur Vorführung, ist ja kein Ding. Gesamtlänge hat der Schwimmer so um die 35 cm. Empfohlen wird 0,14 bis 0,22er Hauptschnur. Und man soll es vor dem Einsetzen in dem Sinne auch ein bisschen befeuchten, also einmal kurz auswerfen, dass die Schnur ein bisschen nass ist, einholen und dann den richtigen Wurf an den Angelplatz machen. So, dass eben dieses Gleitende hier funktioniert. Dass das eben tadellos funktioniert, dass nicht das Blei irgendwo in der Mitte stehen bleibt, sondern dass die Schnur eben durchgleitet durch diese Ösen. So, ich kann euch das zu Herzen legen. Ich habe jetzt in meinem Fall hier eine 26er, 0,26er Monofile und funktioniert mit der auch. Man muss eben diese Bügel eventuell auseinanderziehen und ich werde aber es im richtigen Einsatz immer auch so mit der 22er fischen und es ist ein geniales Teil, sobald der Biss da ist. Es sind ja oftmals Ränken, ja, die machen einen Hebelbiss, das heißt, die Schnur wird locker und der Schwimmer fällt um. Sobald der Schwimmer umfällt, weiß ich, dass eine Ränke dran ist und ich kann mit dem Drillen anfangen. So, von mir war's das, natürlich auch von meinen Guppies, die wo jetzt sehr nervös sind und sich genauso freuen wie ich. Und eine sehr gemütliche Easy-Angelei kann ich jedem empfehlen.
aber hier mit diesem Schwimmer, das ist halt wirklich ja, mega Erleichterung. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ja, schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Schuppenjäger.tv, und lasst ein Abo da. Bis die Tage. Ciao, ciao.